Herr Professor Schellenhuber, herzlich willkommen hier in Offenbach. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, Sie haben schon gesagt, beim Reingehen so ein bisschen, ne, die Leute sagen, er ist schon wieder da. Ich sage, Gott sei Dank, er ist schon wieder da. Da würde ich auch gerne ansetzen. Wir haben uns das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Und mich würde interessieren, war das Jahr, das hinter uns liegt, etwas, was für Klimaschutz und Nachhaltigkeit war oder nicht oder dagegen? Oder wie würden Sie es interpretieren? Naja, natürlich schwierig, das in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber ich unterscheide mal, weil ich nun Klimaforscher bin, zunächst einmal zwischen, wie ist die reale Entwicklung des Klimasystems seit diesem Jahr, in diesem Jahr, und das andere ist, was hat sich in Richtung Klimapolitik, Klimaschutz getan, nicht? Und was das Klimasystem angeht, ist es eine beängstigende Entwicklung, also wenn man sich all die Leitparameter ansieht, globale Mitteltemperatur, Oberflächentemperatur der Ozeane, Nordatlantik, Mittelmeer, Meereisausdehnung in der Arktis, in der Antarktis, dann scheint tatsächlich das Klimasystem gerade aus den Gleisen zu springen. Also ich muss das wirklich so brutal sagen, weil wir haben die Kurven seit 1980 im Wesentlichen, ja, und die liegen alle eng beisammen, ne? Zum Beispiel, wie im Jahresgang die globale Mitteltemperatur sich darstellt. Im Juli ist der Planet immer am heißesten, ne? Und so weiter. Und dieses Jahr liegen alle Kurven außerhalb des Normalbereichs oder sogar des Bereichs, der sich langsam in Richtung Erwärmung verschoben hat, ja? Und das Problem ist, wir verstehen noch nicht, ob jetzt ein großer Systemwechsel sich jetzt schon vorbereitet, bei gerade mal 1,2 Grad Erderwärmung, oder ob das ein zufälliges Zusammentreffen von Faktoren ist, sodass wir uns nächstes Jahr wieder zurücklehnen können und sagen, Gott sei Dank, das war ein zufälliges Phänomen. Ja. Wenn nicht, dann haben wir ein echtes Problem. So, jetzt blicken wir mal drauf, wie die Menschheit darauf reagiert. Wir haben in der Politik in Deutschland ernst gemeinte Versuche gesehen, Heizungsgesetze, Gebäudeenergiegesetze und so weiter. Auf den zugehörigen Aufschrei, ne? Mit den entsprechenden Friktionen, mit den Querschüssen, ja, mit dem Runterhobeln auf etwas sehr viel weniger Ehrgeiziges. Wir haben jetzt immerhin ein Gesetz. Das ist ein guter Schritt, würde ich sagen, aber er müsste eigentlich angesichts der Dramatik der realen Klimaentwicklung ehrgeiziger sein. Eine Partei hat sich bemüht, eine Partei hat mehr oder weniger zugeschaut und eine hat dagegen geschossen. So ist es normal in einer Demokratie, in einer Koalition. Dann haben wir auch etwas anderes, was, glaube ich, sehr klar ausleuchtet, die gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden. Wir haben ja die Aktivisten der letzten Generation, die in der Regel verächtlich als Klimakleber bezeichnet werden, die mit sehr nervigen Aktionen ständig in den Schlagzeilen waren. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. Junge, idealistische Leute, die möglicherweise naive Forderungen stellen, aber das sind ja verzweifelte junge Leute, nicht? Und eigentlich sind das die Realisten, weil die die tatsächliche Klimaentwicklung eigentlich adressieren und reflektieren. Ne? Und dann hat man natürlich die übergroße Mehrheit der Gesellschaft, die sagt, sperrt die am besten weg, ja? Die stören, Berufsverkehr, was auch immer. Wir gehen lieber in die Verdrängung. Ja? Und das ist natürlich eine besonders bedenkliche Situation, dass sich die Gesellschaft quasi spaltet, naja, mehr oder weniger in drei Gruppen, eine reiche, saturierte Gruppe, die sagt, was immer geschieht, dann kaufe ich mir eine Villa in Norwegen, ja, wenn es heiß, wenn es hier zu heiß wird, wie auch immer. Diese Elite wird sich immer freikaufen können von Umweltveränderungen, wie auch immer. Dann haben sie eine kleine Gruppe von Aktivisten, aber vor allem auch von innovativen Menschen, wie wir sie hier treffen bei diesem Impact Festival. Wenn man hier reinkommt und mit den Leuten redet, fühlt man sich ja so richtig euphorisiert gewissermaßen. Es muss doch gelingen, nicht? Und dann haben sie halt eine übergroße Mehrheit, die sagt, lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Zeug. Ja? Ich habe Alltagssorgen, ich muss über die Runden kommen. Ich komme auch so schon nicht auf den grünen Zweig. Was soll ich über die Zukunft der Menschheit nachdenken?
Und das sind aber diejenigen, die am Schluss in der Wahlkabine ihre Stimme abgeben. Ja. Und diese Aufspaltung der Gesellschaft ist ein großes Problem. Und was kann man dagegen tun? Damit meine Antwort nicht so lang wird, sage ich nur, wir müssen coole Lösungen finden, das geschieht ja, aber da müssen wir die in eine richtig gute Geschichte verpacken. Ne? Und die Geschichten müssen wir wahrscheinlich gemeinsam erzählen. Vielleicht mit Hilfe von KI können wir so ja. Community-Stories entwickeln, ne? Mit 1000 Autoren, ne? Mit einem ganzen Kollektiv von Leuten, die Ideen beitragen. Und am Schluss schreibt die KI halt die eigentliche Geschichte. Aber dann wäre mal die Digitalisierung sowas nützlich. Ja, stimmt, das ist ein schöner Gedanke. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie wollen kurz antworten, aber jetzt frage ich sogar nochmal nach. Mir geht es um eine Sache. Ich habe selber den Eindruck, das ist ja eine hohe Komplexität in diesen Themen. Die Menschen überfordert Komplexität sehr schnell. Und ich habe den Eindruck, dass viele an den falschen Parametern sich wieder Normalität hererklären wollen, aber eigentlich diese Parameter falsch interpretieren. Sie haben gerade gesagt, wir haben einen Sommer. Es gibt viele, die sagen, jetzt haben wir endlich mal wieder einen ganz normalen europäischen Sommer. Sie sagen, eigentlich sind wir komplett raus aus den Kurven. Das ist so alles erstmal nicht richtig. Haben wir vielleicht auch den Effekt, dass die Leute sich an den falschen Punkten Bestätigung für die eigene Meinung einholen, also ein Confirmation Bias entsteht? Ja, der entsteht natürlich immer. Es liegt aber nicht daran, dass die Dinge zu komplex sind. Wer möchte, kann sich ein relativ klares Gesamtbild verschaffen. Genau wegen der Digitalisierung. Ich kann Websites empfehlen, wo ich ein absolut überzeugendes und klares Bild bekomme, das natürlich aus vielen Facetten besteht. Das Mittelmeer ist dieses Jahr so warm gewesen wie niemals zuvor und in Griechenland brannten die Wälder und in... Trotz 15 Regentage im August in Deutschland. Ja, aber das ist eben. Lokales oder regionales Wetter. Genau. Wenn Sie das ganze Mosaik von Wettergeschehen auf der Erde zusammen sehen, dann sehen Sie eine fulminante Erwärmung. Ja? Und nächstes Jahr kann es wieder staubtrocken in Deutschland werden. Ja? Aber daran liegt es nicht. Es liegt daran, was ich eigentlich wahrnehmen will. Ja? Das Problem ist sozusagen die Voreinstellung des Betrachters. Wenn der Betrachter Indizien finden will, dass sich beim Klima überhaupt nichts ändert, dann findet er immer irgendwo. Absolut, ja. Auf Papua-Neuguinea war es über Nacht kälter als in den 60er Jahren. Irgendwas findet man immer. Das heißt, es ist die Frage, will man sich der Wahrheit stellen oder nicht? Da? Und wer die Wahrheit finden will, der findet sie auch, garantiert. Mehr denn je. Wir haben besseren Zugang zu Informationen denn jemals in der Geschichte der Menschheit. Aber wenn ich schon mit der Voreinstellung reingehe, dass gewisse Wahrheiten ausgeblendet werden müssen, ja sogar 99% aller Wahrheiten werden ausgeblendet, dann finde ich natürlich auch die Lüge sozusagen. Das heißt, es hat viel mehr mit dem gesellschaftlichen Diskurs, mit dem Prozess, mit der Interaktion zu tun. Wie gesagt, wenn ich bereit bin zur Wahrheit, finde ich sie. Und diese Wahrheit ist leider eine sehr bedrückende. Bin ich bei Ihnen, ja. Ohne jetzt Ihrem heutigen Vortrag Vorgriff zu leisten, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, Sie waren in Norddeutschland unterwegs und haben zum einen wieder sehr deutlich, sehr transparent die Veränderungen im Klima beschrieben. Sie haben aber auch den Leuten einen kleinen Hoffnungsschimmer mitgegeben. Sie haben mich gesagt, wir haben ein eventuelles Lösungspotenzial, das uns allen ganz vertraut ist, nämlich den Werkstoff Holz. Können Sie uns das erklären? Ja, es ist sogar mehr als das Werkstoff Holz. Also was mich bis vor 7, 8 Jahren wirklich bestürzt hat, ist, dass eigentlich der wichtigste Wirtschaftssektor von allen für die Nachhaltigkeit generell, aber vor allem für das Klimaproblem, quasi vollkommen ignoriert wurde. Das ist nämlich die gebaute Umwelt. Dazu gehören also nicht nur Einfamilienhäuser und Hochhäuser und Büro, sondern auch Infrastruktur, Stadtentwicklungsgefüge und dergleichen. Und wenn man jetzt aber diesen, ich nenne es den Bauelefanten im Klimaraum, wenn ich mir diesen Elefanten mal wirklich ansehe, dann sehe ich eben, über 40% aller Treibhausgasemissionen entstehen global beim Errichten, Betreiben, Abreißen von Gebäuden, über 50% des Abfalls, 90% der mineralischen Ressourcen in Deutschland gehen in diesen Bereich hinein, aber niemand will das hier benennen sozusagen, nicht?
Und da habe ich begonnen, immer mehr über das nachzudenken mit Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben also herausgefunden, dieser Bauelefant ist kriegsentscheidend sozusagen. Ja? Wenn wir in der alten Weise mit Stahlbeton und so weiter weitermachen, ja, wenn wir diese Bauweisen sogar noch in den globalen Süden tragen, ja, um damit gutes Geld zu verdienen, aber dann im Stahlbetonbauten in den Tropen errichten, die nach 20 Jahren verrotten und vorher jede Menge Emissionen freigesetzt haben, dann ist das Schicksal der Menschheit besiegelt, meiner Ansicht nach. Aber jetzt kommt der Clou. Wir reden natürlich über die verschiedenen Sektoren, Mobilität, ja, sprechen über Stromerzeugung, Landwirtschaft und so weiter. Der einzige Sektor, der nicht nur klimaneutral werden kann, Mobilität, wenn Sie Elektromobilität mit grünem Strom betreiben, sind Sie klimaneutral. Wunderbar, werden wir hoffentlich irgendwann erreichen. Wenn Sie aber bauen mit organischen Materialien, dann sind Sie nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiver, weil ein Balken, der durch Photosynthese vorher von einem Baum erzeugt wurde und den ich für 200 Jahre in ein Gebäude einbaue, der speichert über 200 Jahre das CO2, das vorher netto aus der Atmosphäre entfernt wurde durch die Pflanze, und zwar umsonst. Ja? Das Großartige ist, die Pflanzen gedeihen immer besser, je mehr Atmosphärenmüll wir in die Atmosphäre schicken, und kostenlos werden uns wertvolle Rohstoffe produziert. Also besser geht's nicht. Das heißt, in dem ganzen Klimaportfolio, und ich kenne wirklich alle Ansätze, glaube ich, ist das die einzige Win-Win-Win-Solution sozusagen. Ja? Die Frage für uns hat sich gestellt, kann ich das skalieren? Mhm. Ja, wenn Sie oder ich jetzt ein Holzhaus bauen, schön, dann haben wir vielleicht 100 Tonnen CO2 gebunden, das ist ein schöner Beitrag. Das ist nämlich das Zehnfache unseres Jahresausstoßes. Ich hätte mich also schon 10 Jahre quasi kompensiert. Also müssen wir nur alle 10 Jahre ein Haus bauen? Genau, alle 10 Jahre ein Holzhaus bauen, das wäre ja okay. Aber die Frage ist, ist das eine skalierbare Lösung? Ja? Und die Antwort ist, und wir haben das wissenschaftlich untersucht und in den besten Zeitschriften publiziert, und diese Arbeit wird wie wild zitiert, auch im Augenblick, ja, wir können das tatsächlich zu einer letztendlich kriegsentscheidenden Lösung machen. Wir können im Prinzip viele Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr über diese, ich nenne es die Holzbaupumpe, die Waldbaupumpe, also nachhaltige Forstwirtschaft, die quasi ständig nachhaltig generiert Biomasse, ohne dass Wälder gerodet werden, die werden immer wieder erneuert und eben dann versenken quasi von CO2 in der urbanen Umwelt. Ja, ja. Das ist eine so effektive Pumpe, damit könnten wir im Prinzip uns wieder aus der Klimakrise herausarbeiten. Und jetzt kommt das Entscheidende, wir stecken so tief schon drin und wir werden wahrscheinlich alle roten Linien des Pariser Abkommens, 1,5 Grad, 2 Grad reißen. Ne? Aber wir können uns wieder zurückarbeiten und es würde dadurch geschehen, dass wir quasi eine globale Transformation der gebauten Umwelt durchführen. Und das wäre kostenlos, weil die Photosynthese arbeitet auch ohne, dass sie bezahlt wird. Ja? Wir würden neue Wertschöpfungsketten generieren. Wir würden im globalen Süden Menschen die Gelegenheit geben, nicht nur durch Ausbuddeln von Erdöl oder Erdgas, sondern durch nachwachsende Rohstoffe einen Lebensunterhalt zu verdienen, nicht? Wir würden degradierte Flächen wieder begrünen und wir würden für lange Zeit CO2 speichern. Und im Übrigen sind Holzhäuser schöner, gesünder. Gutes Wohnklima? In jeder Hinsicht stabiler, erdbebensicher und so weiter. Man kann sie sogar feuersicher machen. In anderen Worten, eigentlich haben wir, man sagt im Englischen immer, there is no silver bullet, aber das ist ein silver bullet. Ja? Definitiv, ja. Und es ist ein bisschen jetzt die Mission meiner späten Lebensphase geworden, diese scheinbare Wunderlösung, die aber eine sehr reale Lösung ist, unter die Leute zu bringen und in jedes Mikrofon hineinzuquatschen, dass man mir hinhält. Sie gehören dazu. Sehr gerne, dazu sind Sie herzlich eingeladen. Für heute vielen Dank. Und um zurückzukommen auf unseren Eingangssatz, ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr auch wieder sehen und auch wieder schauen können, wie hat sich's für uns entwickelt. Für heute vielen Dank. Ich bin Ihr Dauermonitor sozusagen für die Entwicklung. Wenn ich wieder eingeladen werde, komme ich gern und ich freue mich, wenn wir wieder ein Gespräch führen können. Vielen lieben Dank. Okay.